ganz großes Kino. Das ist ein Grundriss, den müsst ihr euch anschauen. Und ja, ein Concorde mit einer ganz besonderen Sitzgruppe, die wir jetzt noch nicht verraten werden, aber wir werden mal etwas zeigen. Ich grüße dich ganz herzlich. Stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Markus Engelhardt. Ich bin der Werkleiter bei Concorde. Ja, Markus, wir filmen heute am Donnerstag, 26. August. Es ist schon spät abends, aber wir werden es durchziehen. Das ist ein Fahrzeug, wo du wirklich sagst, das könnte auch mein Auto sein, oder? Das ist ein sehr toller Grundriss, der im Innenraum extrem viel Platz bietet. Ja, es hat natürlich eine Einschränkung, muss man ganz klar sagen, denn man schläft vorne, so viel kann ich schon mal verraten. Genau, man schläft vorne in einem Hubbett, was man herunterlassen muss, hat aber auch den Vorteil, dass wir, wenn wir das Hubbett nicht benutzen und quasi in Fahrstellung oder Wohnstellung uns befinden, dort einen zusätzlichen Raum generieren. Ja, was direkt auffällt, es hat ein Heckfenster hinten drin und das unterscheidet das von ganz vielen Fahrzeugen. Also wer sich ein bisschen auskennt und so ein Fahrzeug sieht, der weiß, hier stimmt was nicht. Genau, hier würde man kein Bett hinten vermuten und das stimmt auch, hier ist keins drin, sondern eine große Rundsitzgruppe und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, die kann man auch wahrscheinlich zum Bett noch umbauen? Die kann man zum Bett umbauen oder zu einer Liegewiese, wenn man das möchte oder eben mit vier Personen unterwegs ist und die dann hier irgendwo unterbringen muss. Ja, ganz neu. Wenn das okay ist, zeige ich nochmal gerade. Für dich ist das ja schon, ich sag mal, alter Käse, denn ihr bereitet ja wahrscheinlich so eine Änderung über einen längeren Zeitraum vor, dass eine neue Frontmaske, neue Heckmaske und so weiter da ist. Aber das ist das neue Gesicht, oder? Das ist das neue Gesicht. Und du hast recht, es ist uns nicht gestern erst eingefallen, sondern es bedarf einiger Vorbereitungszeit. Aber für mich ist es ganz neu. Verstehst du? Ist es ganz neu. Und für die meisten, die jetzt herkommen, ich habe es ja ganz neu. Und es ist ja eben schön, dass wir es dann auch schaffen, diese Ideen, die bei uns im Kopf wachsen und die man dann erstmal auf Papier bringt, danach ins CAD bringt, dann zu einem Werkzeugmacher bringt, der die Formen entsprechend macht, erste Abmusterungen durchführt, Probeverbauten macht, feststellt, dass es vielleicht die ein oder andere Nuance noch zu ändern gibt. Mhm. Dass wir es schaffen, eben tatsächlich auch mit so etwas dann auf der Messe erstmalig zu kommen und das eben nicht jeder schon vorher mal gesehen hat. Komm, wir machen mal auf. Hinten eine große Heckgarage, die da ist. Genau. Das gönnen wir uns noch gerade. Ihr habt hier ein Stauraumsystem mit drin, wahrscheinlich aus Eigennutz. Genau. Hier sind die Prospekte. So ungefähr, ja. So, aber das kann man verbauen. Ihr habt eine Mastervolt mit drin. Die ist hier auch verbaut. Das sieht man sehr schön. Hier steht schon Lithium drin. Also der hat schon ordentlich Ausstattung, so Messefahrzeuge, die will man ja auch ein bisschen zeigen, oder? Was geht? Ja, na klar. Wir haben aber auch Fahrzeuge mit Bleigel-Batterien am Stand. Wir versuchen halt, es tatsächlich so zu machen, dass man sich alle Ausstattungsoptionen hier auch anschauen kann. Mhm. Das ist ein tolles System. Du kannst sie einfach rausziehen, gell? Die kannst sie einfach rausziehen, ja. Zeig mal bitte, wie das geht. Ah, okay. Das heißt, du kannst sie ganz bequem entladen. Und das ist so gegengekontert wahrscheinlich, genau, dass es nicht rausfallen kann? Das ist geschützt, damit es sich während der Fahrt nicht bewegt. Und extrem praktisch, um hier mal ordentlich was einzustauen, weil genau an der Stelle die Schwachstelle der Garage durch dieses System. Ja, das wollen wir nicht verraten. Genau da fängt es nämlich an, spannend zu werden. Das kann man ab Werk bestellen bei euch, das System? Das kann man nicht ab Werk bestellen. Ich hab einen Partner, oder? Wir haben da einen Partner, der das für uns macht, aber man kann es sich praktisch im Werk bei uns einbauen lassen. Sehr schön. Gut. Jetzt wollen wir deinen Wunsch erfüllen und der Wunsch von vielen Leuten, aber nichtsdestotrotz, eine Hürde müssen wir noch nehmen. Wir zeigen mal ganz kurz, das ist das Fahrzeug, das heißt Carver 890 RRL, Rolls-Royce. Nein, nicht Rolls-Royce. Rundsitzgruppe. Okay. Super, also relativ einfach und 1,2 Tonnen Zuladung. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also hier kannst du richtig was reinladen, trotz 7,49 Tonnen und der Länge. Also wie habt ihr das denn geschafft? Das heißt, du musst auf Leichtbau achten, oder? Ja, du musst auf Leichtbau achten. Du musst an den Stellen Gewicht sparen, wo es möglich ist und an den Stellen auch Gewicht reinpacken beziehungsweise Versteifungen und Verstrebungen reinpacken, wo es Sinn macht. Das sieht man hier sehr schön, aber das hat wahrscheinlich auch einen Sinn, denn das hier wird auch belastet, der Punkt. Genau, der Punkt wird belastet. Das ist bei uns so, dass wir die Doppelböden aussteifen mit Aluminiumgestellen, die wir, bevor wir die Wagen zusammenfügen, dort montieren. Hat den Vorteil, dass das Fahrgestell oder die Karosse in Summe stabiler ist und sich nicht so stark verwindet. Mhm. Und sich ja bei dieser Verwindung dann am Ende des Tages der Möbelbau löst, es zu Knarz- und Knackgeräuschen kommt. Und das wollen wir damit verhindern. Steifer einfach. Ist einfach steifer, ganz genau. Ihr habt noch einen Rahmen unter dem Fahrgestell, auch nochmal quer, den ihr drüber macht. Wie funktioniert das? Na, wir bauen das Fahrgestell selber ja um. Als einzigster in der Branche haben wir einen eigenen Chassisbau.
Und dort ist es eben so, dass wir einen Zwischenrahmen draufbringen, der eben angepasst ist auf die Karossenbreite, die wir jeweils dann verbauen mit entsprechenden Auslegern. Komm, wir gehen rein. Wir gehen rein. Du hast gewonnen, denn ich gehe jetzt mal vor. Denn dieser Grundriss hier, der braucht wirklich absolute Beachtung. Hier ist die Küche. Hier vorne hast du die Stützen, die drin sind, die man natürlich rausnehmen kann. Rausnehmen, ganz genau. Dann hat man komplette freie Sicht. Aber das ist jetzt Fahrposition quasi? Das ist Fahrstellung, genau. So, dann, das ist schön. Also irgendwie habe ich das so ähnlich schon mal aber du sagst, ihr wart die Ersten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht unbedingt die Ersten waren, aber auf jeden Fall vor dem Liner for Two. Ja, das ist sehr schön. Also das ist ein Grundriss, ganz ehrlich, da bin ich immer, da kriege ich feuchte Augen, wenn ich ihn sehe, weil diese Sitzgruppe, die hier drin ist, einfach nichts mehr zu tun hat mit einem Wohnmobil. Das heißt, du fühlst dich eigentlich gar nicht wie im Wohnmobil, sondern du fühlst dich wie in einer kleinen Wohnung, weil du einfach das Fahrerhaus nicht siehst hinten. Das ist nicht integriert. Kein Lenkrad, kein... Kein Lenkrad, keine störenden Einbauten. Also... Ich finde das klasse. Eine wunderbare Rundsitzgruppe. In dem Fall eben mit der Idee, dass wir den Eingang hier gedreht haben zur Seite und dann den Schenkel hier dieser Küche entsprechend noch verlängert haben, sodass man dann wirklich auch nicht nur neben der großen und wirklich gemütlichen Rundsitzgruppe auch noch eine Küche hat, die den Namen Küche halt vielleicht auch verdient. Okay. Sei mal so lieb und zieh mal so bitte so eins mal raus von diesen, von diesen Kopfstützen. Geht das? Ja, das sollte gehen. Mal kurz mal entriegeln, dass man mal sieht, wie frei das jetzt auf einmal wird, weil das ist jetzt Fahrposition. Viele fahren ja gar nicht mit vier Personen, sondern die fahren ja nur zu zweit. Oder vielleicht sitzt einer mal hinten. Das heißt, man sitzt denn... Ich verstehe ganz genau. Man sitzt gegen die Fahrtrichtung. Man sitzt in dem Fall gegen die Fahrtrichtung. Okay. So, dann habe ich hier einen riesen Polster und du hast schon gesagt, wahrscheinlich gibt es diesen Tisch auch absenkbar oder der ist schon absenkbar. Ich schaue mal kurz. Das ist ein absenkbarer Tisch, genau. Absenkbar und ausziehbar. Und lässt sich dann mit einem Zwischenpolster zu einem großen Bett auch noch entsprechend umbauen. So, wir lümmeln uns mal da rein. Denn wenn du mal auf die andere Seite gehst, das Besondere, ihr wart beim Fernseher sehr pragmatisch. Also keine großen Gimmicks, sondern der hat einen Hebel, den habe ich schon gesehen. Ja. Und dann wird einfach runtergezogen. Da vorne ist er. Den Boden müssen wir entriegeln. Das war's. So, 32 Zoll. 32 Zoll. So, und dann hast du bitte mal genauso liegen bleiben. Du darfst dich jetzt nicht mehr bewegen. Ich zeig das mal gerade. Das kann ich, habe ich lange geübt. Das ist schon ein Raumgefühl, das ist schon hart. Also du hast ganz anderes Raumgefühl wie bei jedem anderen Fahrzeug, oder? Ja, ist klasse, ne? Ja. Also hier kann man sich wirklich vorstellen. Und es ist kein Alkoven, es ist ein voll integriertes. Es ist kein Alkoven, es ist ein voll integriertes Mobil. Das gibt es aber auch als Alkoven. Also für die Freunde des Alkovens ist genau dieser Grundriss auch möglich. Der hat dann halt den vorderen zusätzlichen Raum nicht. Ja, sehr schön. Zeig mal gerade, hier ist eine große Box. Wenn du die mal gerade öffnest, da kann man bestimmt ganz tolle Sachen reinmachen, wie zum Beispiel Bettdecken oder... Dafür ist sie da. So ein Staufach. Wenn man das Bett zum Beispiel baut, dass man auch einen Platz hat dafür. Das Optima hat eine Steckdose mit drin, da habt ihr an der richtigen Stelle mal nicht gespart. Das heißt, hier kann man auch Sachen aufladen, kann die rausführen. Ihr habt an der Seite noch Öffnungen dran, dass man also auch hier das Elektrokabel schön verstecken kann. Ja, richtig. Dann Seitenablagen, richtig viele. Dann finde ich hier diese Jalousien natürlich ganz praktisch, weil die hast du ohne viel Gedöns einfach auf Nachtstellung. Machst einfach, drehst mal dran und dann ist zu. Das mache ich tatsächlich auch so. Ich habe die auch in meinem Fahrzeug und da ist man so relativ schnell abgedunkelt und braucht nicht langwierig dahinter und an irgendwelchen PCs rum. Und du siehst das hässliche Fenster nicht. Es ist so im Vergleich zum Rollo, sage ich jetzt mal. Das ist ja wieder Wohnmobil. Und wenn das andere davor machst, dann hast du wieder deine Wohnung. Genau. Das ist, habt ihr ja in vielen Schlafzimmern so gemacht, dass ihr zum Beispiel die Fenster abgedeckt habt mit PCs komplett. Und hier kann ich das Fenster komplett zumachen. Hier können wir das Fenster komplett zuziehen jetzt. Genau. Wenn du das mal gerade machst, dass man das mal sieht, weil das ist eine riesen Jalousie. Die ist bestimmt, ich hätte fast gesagt, so 2,50 oder was ist die? Das muss ich tatsächlich mal nachmessen, wie groß sie ist. Aber ist riesig. Aber sie ist riesig und der Raum wirkt halt dann... Ganz anders. Mach mal zu, bitte.
Krass. Guck mal, jetzt ist das eine Holzwand quasi. Das heißt also, ist gar nicht mehr Wohnmobil. So, und wenn der Fernseher nicht da ist, dann kannst du dann wirklich rausgucken. Wie kommt denn so der Grundriss bei den Kunden an, die den haben? Der Grundriss kommt super an. Also zuerst waren sie natürlich begeistert und das Fahrzeug war noch nicht ausgeliefert. Jetzt ist er seit einigen Jahren im Markt und wir haben extrem positive Resonanz. Was bestimmt zu beachten ist, weil das hört man sehr oft, naja, da muss ich ja dann umständlich ins Bett steigen. Das werden wir gleich mal zeigen. Das ist sehr einfach. Ihr habt das wirklich mit vielen Raffinessen gelöst, dass man da so einfach wie möglich reinkommt. Aber so diesen Raum praktisch abzutrennen, dass du wirklich drei Räume hast. Das heißt, du hast vier sogar. Du hast eine Küche, du hast ein Wohn-Esszimmer, ein großes dabei. Die Küche wohl phänomenal groß. Also ihr könnt auch einen Sternekoch locker kochen. Ja, der kann sicherlich auch in einer kleineren Küche kochen, aber am Ende des Tages hat man hier richtig Ablage und die Möglichkeit, auch mal ordentlich was vorzubereiten. Und das Raumgefühl, wenn du hier drin stehst, also gerade wenn diese, naja, sei es mir nicht böse drum, aber die Kopfstützen, das wäre das Erste, was ich dann abmachen würde. Aber das ist zum Zeigen, dass es natürlich vier Sitzplätze hat. Das ist, glaube ich, vielen wichtig. Genau. So, dann hier viel Platz. Wie wir das ja immer aus deinen Videos kennen, gehen wir spontan einfach irgendwo rein, weil du es ja nicht magst, dass wir vorher was vorbereiten. Ja, aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen vorher. Nein, aber ich finde den, das hier erinnert mich so ein bisschen an ganz normale Wohnmöbel, die du hast. Also nicht diese abgesetzten Campingmöbel. Das Ganze ist eine große Wand. Das Glasregal. Gibt es ein größeres? Ich glaube nicht. Boah, ist das genial. Das heißt, du hast also viele Gläser, Weingläser, Biergläser und so weiter. Weil wenn du mehr wie vier hast, hast du immer ein Problem an den meisten. Ja, hier geht's. So, und dann hast du Platz für mehr als vier Personen, ja. An der Rundsitzgruppe zum gemütlichen Glas Wein. Also muss auch mehr als vier Gläser da sein. Das ist so. Ja, du musst langsam echt mal schweifen hier. Das ist wirklich toller Grundriss. Kawa 890 RRL steht natürlich auch auf Mastervolt. Wir haben es eben gezeigt, das ist die Bedieneinheit, die da ist. Ich tippe mal kurz an, wenn ich darf. Da ist sie mit Landstrombegrenzung, also alles, was man kennt. Und dem CBE-Touchpanel, was da ist. Und Kompressor-Kühlschrank hier mit drin, wie zu Hause. Die sind übrigens leiser, als man denkt. Also wenn Leute haben mich oft angeschrieben und gefragt, hört man den überhaupt noch? Es gibt so einen Nachtmodus, überhaupt auf Stufe 1, dann läuft der Lüfter fast gar nicht. Das ist ein leichter Lüfter. Dann das Bad. Ja, das ist ein Bad, oder? Länge von dem Fahrzeug? 98. Knapp 9 Meter, ja. Knapp 9 Meter. Ja, etwas über 9. Ja, da kommen die Leute doch schon ins Grübeln. Vielleicht doch wieder 7,49 Tonnen. Also für Leute, die doch den kleinen Führerschein haben, mit ordentlich Zuladung, mit richtig viel Platz, mit mehreren Räumen, weil du kannst den vorderen Raum, das werden wir gleich mal zeigen, den kann man richtig nutzen als nämlich extra Raum, wenn das Hubbett oben ist. Ja, fangen wir doch vielleicht so mal an. Das ist tatsächlich ein extra Raum, den man sich zum Arbeiten, zum Lesen, zum Zurückziehen herrichten kann. Wir haben hier auch vorgesorgt, dass man entsprechend eine gute Auflage hat fürs Pad, für den Rechner oder fürs Buch, dass man bequem sitzen kann. Der Fernseher ist da, man könnte auch getrennt, sage ich mal, fernschauen. Ein Riesenvorteil hat das, man kennt das ja auf dem Stellplatz, man möchte vielleicht was machen oder man muss sogar noch ein bisschen arbeiten oder ist gerade hier dabei, irgendetwas zu tun. Und dann kommt der Nachbar, man kann hier die Tür zuziehen und ist hinten in einem Bereich, der ja sofort im Grunde genommen. Warte, ich setze mich mal gerade hier aufs Dashboard, da kann ich mal durchfilmen, dass man mal sieht, also das ist ein richtiger Raum. Das hier ist natürlich dann umgeklappt, wenn das Hubbett runtergeht. Das Hubbett ist so leicht geknickt, das werden wir gleich mal zeigen. Das hat ergonomische Vorteile. Das ist, der ist nutzbar als Raum und der fühlt sich ganz anders an wie bei den normalen Grundrissen, die ihr habt. Also ja. Wo hier vorne die hier vorne die Sitzgruppe ist und so. Das ist ein vollwertiger Raum und es geht, wie du es eben angesprochen hast, relativ fix. Das Bett entsprechend zu bauen. Natürlich elektrisch. Ah ja, ich vermute Schlimmstes. Die Stufe mal wieder integriert, aber das zeige ich noch nicht. Das wirst du mir gleich zeigen. Wahrscheinlich wird es so sein, denn eine Leiter, dafür kenne ich euch schon. Sowas mutet ihr keinem Kunden zu. Sowas muten wir keinem Kunden zu. Wir haben da eine intelligente Lösung gefunden.
die sich hier in den Stauräumen geboten hat. Also wir haben hier auf der einen Seite nochmal einen großen Stauraum. Mhm. Warte. Da. Hier haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Waschmaschine zu integrieren. Habt ihr schon gemacht, nehme ich. Haben wir schon gemacht, na klar. Dann haben wir hier nochmal einen großen Auszug. Und hier unten die Treppe. Die hier sauber einrastet, sodass man da auch. Also die kann nicht wegflutschen. Kann nicht wegflutschen. Mhm. Und der Raum in der Treppe nochmal genutzt. Boah, da kannst du ja. Da also auch nochmal. Da alles rein. Ist ja so für kleine Haustiere, Katzen und so, die kann man in einer. Komm, ist schon spät. Ich mache keine Scherze mehr. Das ist aber kein Hubbett, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja ein richtig vollwertiges Bett. Das ist ein vollwertiges Bett. Wir haben, natürlich ist es ein Hubbett, weil es ja Hubt. Ein Hubbett ist, ein Hubt, genau. Aber es ist eben ein Längshubbett, was auch nicht so üblich ist. Und von der Unterfederung, wie alle unsere Hubbetten übrigens, genauso ausgestattet. Mit der gleichen Matratze, mit den gleichen Federtellern. Also kein Malus. Hier ist alles. Nein, kein Malus. So, jetzt darfst du mal, du bist ja ein großer Mann, steig mal ein, dass wir mal gucken, wie du dich anstellst. Ist jetzt kein Problem und was eben auch bemerkenswert ist, das Bett geht so weit runter, dass man auf der einen Seite leicht reinkommt und auf der anderen Seite auch trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen größer ist, noch entsprechend Kopffreiheit hat. Das gab es schon vor dir? Oder, das gab es schon vor mir. Gab es schon vor dir, den Grundriss. So, hier hast du ein Fenster, kannst noch rausgucken, kannst gucken, ob es schneit oder regnet. Genau, das ist vielen auch wichtig. Sauber querlüften. Man schläft aber dann mit den Beinen wahrscheinlich, oder ist es egal? Kannst du auch sowohl als auch? Man könnte sowohl als auch schlafen. Da wir den Fernseher hier platziert haben, ist es so, dass in der Regel mit dem Kopf nach Fahrzeug vorne geschlafen wird. Mhm. Gut, aber das ist, spielt ja keine Rolle. Kann jeder wie ein Dachdecker machen. Also zwei Fenster dran, das ist natürlich schön Tageslicht dort noch zu haben. Dann hast du oben noch zum Durchlüften, kannst also richtig auf Durchzug stellen. Genau. Das ist richtig cool. Ich wusste nicht, dass ihr sowas habt. Das ist wahrscheinlich eine Bildungslücke. Genau dafür ist ja diese Messe da. So, dann Festtanktoilette, da unterscheidet ihr euch nicht. Preis von dem hier, wo liegt der ungefähr? Sollen wir gleich mal gucken. Gleich mal gucken, was da auf dem Preisschild steht. So wie wir es ja eben schon hatten. Also genau. Auf der Seite bin ich jetzt. Fahr mal hoch. Ich liebe den Raum hier. Das ist so ein schöner kleiner Raum, bei dem du ein Büro hast quasi. Da kannst du arbeiten, wie du eben gesagt hast. Oder der Sohn zockt mal mit der Xbox. Genau. Ich denke immer an meinen. Gut, in der nächsten Version habt ihr Motoren drin, die dreimal so schnell sind. Nee. Das dauert ja doch schon 30 Sekunden. So ist. Ja, ist jetzt für ein Video sicherlich lang. Nee, ist gut. Ist ja schön, dass du das auch irgendwie überbrückst. Aber ich denke mal im normalen Campingalltag. Spielt keine Rolle. Zeit, super klar. Also, du kannst das Bett auch oben gemacht lassen, oder? Das heißt, du musst natürlich. Das ist ja Höhe da. Von uns so geplant, dass wir dort das Bettzeug lassen können. Das Einzige, wo man darauf achten muss, das habe ich mal gemacht, dass man das Heki zumacht, auflässt. Weil sonst, wenn es heiß wird, ist mir passiert. Ist das schon mal passiert? Du meinst die Verdunklung. Ja, die Verdunklung, die hat sich dann angepasst an das, was man umgedrückt hat. Mhm, genau. Ging nicht mehr zurück. Ein neues Heki. Ja. So. Also ich finde es cool, zumal du das hier als Ablage benutzen kannst. Genau, das ist eine Ablage. Du kannst, hast noch genügend Staufächer, kannst den Raum vollwertig nutzen. Da habt ihr aber eine richtige Nuss für Leute, die sich entscheiden sollen, also die hier sowas sehen und dann sagen, das ist schon ein ganz anderes Konzept. Es gibt doch den einen oder anderen, der mit einer ganz anderen Idee hier zur Messe gekommen ist und dann mit dem Fahrzeug nach Hause gefahren ist, ja. Ich kann es verstehen. Hier vorne ist noch ein. Ist das auch noch ein? Das ist auch noch Staufächer? Ein Fach, jawohl. Mal zeigen. Also da bei Staufächer kann man ja nicht genug haben. Zumal während der Fahrt kann man die toll benutzen. Also ich finde das klasse, dass nämlich der Teil, den du nie brauchst, nämlich das Fahrerhaus, wenn du lange stehst, ist weg. Und aus dem Sinn, aus den Augen, weißt du, ist einfach weg. Das ist, ist nicht mehr zu sehen, weil wer braucht das Lenkrad oder diese. Ich find's zum Stehen oder zum Campen braucht man das Lenkrad nicht. Ne? Deswegen haben wir es ja auch abnehmbar gestaltet, damit man einfach den Sitz besser drehen kann. Cool. Ja, und nichts, last but not least, ein großes Bad. Mit diesem, den Kleider schon kenne ich schon. Habe ich eben mit der Kollegin, der geht so ganz tief rein, gell? Genau. Der ist über. Der sieht kleiner aus, als er am Ende des Tages dann ist. Ja, der ist richtig groß. Der ist so groß wie im Wohnwagen. Sorry, dass ich mal Wohnwagen als Referenz nehme, aber die Kleiderschränke im Wohnwagen, die sind meistens riesig und viele kommen dann vom Wohnwagen ins Wohnmobil, fallen erstmal ins Leid, weil die Kleiderschränke kleiner sind. Aber hier hat man einen riesen Kleiderschrank, die Dusche richtig hoch, die Stehhöhe allein,
Das ist schon, und ich habe über eine Tonne Zuladung. Das ja. ist, wie habt ihr das denn hinbekommen? Ist Leichtbau pur dann, oder? Nee, Leichtbau pur nicht, sondern an den Stellen, wo es geht, eben Schwarz. Gewicht rauszunehmen und an den Stellen, wo wir Versteifung und Verstrebung brauchen, hier reinzutun. Boah, das ist schon geil, weil so, wenn du hier reingehst, da hast du eine richtige Sitzgruppe, also ein richtiges Wohnzimmer mit einer, klar, hier können sich zwei Leute so richtig reinlümmeln und ihr habt es verstanden da draußen. Okay. Oben die Schränke machen wir bitte auf. Auch viel Platz. Ja. Auch innen beleuchtet? Die sind nicht innen beleuchtet. Nein. Aber das scheint so ein bisschen rüber, gell? Das scheint ein bisschen rein, ja. Ja, das heißt, die sind nicht ganz dunkel dann. Warte, ich mache mal gerade das Licht aus, da könnt ihr es sehen. Da sieht man, also die sind doch beleuchtet durch die Reflexion. Ja, indirekt im Grunde durch die, ja. durch die Reflexion, aber es ist keine Beleuchtung im Schrank selber. Und dann habt ihr hier, was ist das da, das große? Hier haben wir nochmal einen Auszug, Boah. Der von beiden Seiten bedienbar ist, sodass man da also auch sein Knabberzeug oder Utensilien, die man so beim... Ja, ist klar, bei so einem großen Wohnzimmer. Braucht dann von der anderen Seite auch zugänglich. Spülmaschine geht, oder hier? Bei den. Spülmaschine geht, allerdings in dem Grund ist nicht ganz optimal. Das heißt, hier wäre dein Schrank ein bisschen weg, oder wie? Genau, dann verliert man hier ein bisschen Schrankraum. Hier vorne ist eine kleine Überraschung, das geht, glaube ich, ins Eck. Ich habe das bei einem ähnlichen, ich glaube bei dem Alkoven war das so ähnlich, gell, die Küche. Genau. So, also hier nochmal ein kleines Fach und wir haben hier den Mülleimer so gestaltet. Der ist hier um die Ecke. Ah. Dass du von beiden Seiten drankommst. Also am Ende des Tages auch. Ja, ich meinte aber diese große Tür, da ist wahrscheinlich dieses, ja genau. Wie nennt man das Teil? Ich komme eine Etagere oder sowas. Ja, Le Mans-Auszug habe ich mal gehört, aber ich bin da kein Küchenexperte. Gut, aber wie zu Hause. Und das Ganze zweimal, auf zwei Etagen. Boah, und das Ganze jetzt noch 10 Tage für dich. Du bist auch hier auf der Messe und berätst, verkaufst, machst, oder? Nein, da ich ja Werkleiter bin und nicht im Vertrieb. Großes Werkzeug. Nein, ich bleibe hier die ganze Zeit, aber ich bin unterstützend für technische Fragen zuständig. Beispiel, was kommt da immer so? Eine Sonderbauanfrage zum Beispiel. Okay. Kann man eine Waschmaschine hier einbauen, so wie ich es dir eben schon gesagt habe? Dann würde ich jetzt dann dazukommen und sagen, ja genau da vorne bauen wir die dann. Das wird dann auch verbindlich, das heißt, wenn du sagst, das geht, dann kann der das Fahrzeug verkaufen. Genau. Okay. So. Ist ja wichtig, so, dass einer auch mal sagt, geht so. Wir müssen ja wissen, was wir tun. So, und dann ein ganz großer Spiegel. Man sieht mich komplett drin. Heißt, wenn man nur ein bisschen einen Schritt zurückgeht, E&P-Hubstützenanlage, das macht bei so einem Fahrzeug auch Sinn, weil das muss ja ordentlich stehen, sonst bist du immer falsch irgendwie. Ja, schön ausgestattet. Und jetzt interessiert uns natürlich alles. Der Preis. Guck mal, hier, es regnet. Heute Donnerstag, 26. August 2021, Start des 60. ist es, Caravan-Salon, oder ich bin mir nicht ganz sicher, guck mal, ich glaube ja, 1,21 Tonnen Zuladung, da komme ich ja nicht drüber weg. Und ja gut, 345.785 Euro ist der Listenpreis und das ist aber die Ausstattung. Gut, man kauft ein Concorde, muss man dazu sagen, denn spätestens beim Werterhalt wird man es merken. Fahrzeuge unglaublich gefragt, also selbst uralte Fahrzeuge gebraucht höchstweise. Weil sie ja auch nur alt sind und nicht kaputt oder abgenutzt. Ist vielleicht das Design nicht mehr zeitgemäß oder so, aber sie funktionieren noch. Wir haben viele Fahrzeuge, die dann auch optisch, sage ich mal, wieder aufgehübscht werden. Man kann also auch eine Holzklappe ja durchaus nachträglich nochmal lackieren und an das Design anpassen und auch von außen die Folie mal erneuern. Und dann auch die Technik kann man drin ändern. Man kann Lithium einbauen. Man kann eine Lithiumbatterie einbauen. Also ein Fahrzeug fürs Leben. Mit Rost, was habt ihr gemacht beim Chassis? Teilweise verzinkt, oder? Unsere Teile, die wir im Chassisbau einbauen, sind allesamt verzinkt. Und ansonsten ist das Daily-Fahrgestell katalytisch behandelt. Okay. Sag mal, wenn jetzt einer sagt, ich möchte unter Bodenschutz Hardcore haben, das ginge? Das ginge, ja. Sowas können wir realisieren. Haben wir, das heißt, der das macht, weil wir das natürlich im normalen Bandablauf nicht realisieren können. Aber das Daily-Fahrgestell, wenn man sich das anschaut bei Fahrzeugen, die jetzt also 5, 6, 7 Jahre alt sind, ist schon deutlich, deutlich rostunempfindlicher gewesen, wenn man das jetzt von Fahrzeugen aus 2005, 6 kennt, die also schon schweren Flugrostbefall nach ein paar Monaten schon hatten und dann nicht kaputt gegangen sind, aber einfach unschön ausgesehen haben, was sicherlich im LKW-Bereich vollkommen egal ist. Das aber, ist gerade egal. Eben bei einem Camper, wo man dann vielleicht auch mal drauf guckt, schon interessant war. Also da musste man auf jeden Fall Unterboden behandeln. Bei den neueren Fahrzeugen ist das eine Option, aber nicht unbedingt zwingend notwendig.
Ja, toll. Du bist ein unglaublich nahbarer Werkleiter, muss ich sagen. Also ich habe das letzte Video bei Tabat, musst du mal angucken. Da war der Werkleiter, kam rein, haben wir am Stück durchgedreht, glaube 3 Stunden. Und er war genauso cool wie du. Es ist also, ernsthaft, man muss ja auch hier gucken. Man stellt sich immer so vor, das sind dann bestimmt irgendwelche, ich sag mal, Ingenieure, die dann, dein Background, du bist wahrscheinlich Logistiker, oder? Nein, ich bin Ingenieur, also Maschinenbauer und Elektriker gelernt. Echt? Also ich habe 2 Berufe quasi. Du kennst den Schweizer Kanton, Uri? Uri kenne ich auch, ja. U gleich? R mal I. R mal I, genau. Kann man sich nämlich leicht merken, U, Strich drunter. Alter Elektrikerwitz. Aber es ist ja heute nicht mehr damit getan, einfach das ohmsche Gesetz zu kennen, sondern es sind wirklich viele Dinge. Wenn ihr da Ausbauten seht, das muss ja alles funktionieren für die Ewigkeit. Hast Querschnitte, was weiß ich alles. Kann man bei euch im Werk Nachrüstung machen eigentlich? Geht das, wenn einer sagt? Ein Service Center, wo auch eine Nachrüstung möglich ist. Das geht. Na klar. Das heißt, dann habe ich quasi Werksqualität dann nochmal da, aber machen auch viele Händler. Wie geht der mit den Händlern um? Weil die müssen ja dann auch die Technik beherrschen können, müssen immer wieder auf Schulungen gehen. Also habt ihr Schulungen? Wie läuft das? Wir haben Schulungen, wir haben zertifizierte Partner, die am Ende genau wissen, was wir verbaut haben und denen wir dann auch natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sehr schön. Also, das wird unser letztes Video sein. Name von dem da? Das ist ein 29G, ein Carver 29G, das heißt der kleinste Garagenwagen, den wir im Angebot haben. Wir schaffen es hier, so eine Smart Garage bei 7,49 Tonnen Gesamtgewicht reinzubringen. Und der kommt noch einen Berg hoch? Der kommt auch einen Berg hoch, na klar. Ja, kann ich beweisen, denn sagen wir auch die schweren Fahrzeuge. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind am Stand von Concorde Caravan Salon 2021 am Donnerstag. Morgen großer Fachbesuchertag und am Samstag geht es dann los. Dann werden die Heerscharen über, nee, ist ja nicht so, denn 20.000 Besucher ist ja Limit. Genau, das ist dieses Jahr neu, beziehungsweise neu für uns. Wir waren letztes Jahr aufgrund der Pandemiesituation nicht auf dem Caravan Salon mit einer begrenzten und limitierten Tagesbesucherzahl umgehen müssen. Das wird spannend. Aber ich denke mal, die Anzahl von Personen, die hier reinkommen dürfen, 20.000, hast du eben gesagt, sind schon ausreichend. Ich zeige mal gerade, die kommen ja nicht alle zeitgleich zu euch. Und das ist auch was ganz Besonderes, steht wahrscheinlich in der Zubehörliste unter Artikel Nummer 1347, das drehende C. Ja, der drehende Diamant. Genau. Kann man aber nicht kaufen. Kann man nicht kaufen, nein. Okay. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Ciao.